Moin Freunde, was geht ab? Willkommen zum allerersten Video für die Kickbase 2. Bundesliga. Gleichzeitig sage ich direkt die ganze am Anfang dabei als Disclaimer. Es ist das erste Video, das ich hier auf meinem iPhone aufnehme. Ich bin maximal überfordert. Erstmal, ich wollte es im nächsten Video vor der Kamera zeigen, aber ich sage es jetzt schon mal. Vielen, vielen Dank an Ruben für das Ermöglichen. Das ist einfach unfassbar, wirklich. Also für die Leute, die jetzt neu zuhören, erstmal Grüße an die Kickbase-Manager, die jetzt zum ersten Mal hier einschalten. Ich bin Tobi, euer Kickbase-Guide steht jetzt leider nicht eingeblendet. Ihr könnt euch ja gerne meine anderen Videos angucken. Da ist immer ein schönes Layout vorhanden, heute ein bisschen improvisiert. Vielen, vielen Dank an Ruben für das Ermöglichen. Ich werde es im nächsten Video nochmal ein bisschen ausführlicher machen. Heute seid ihr hier für die 2. Kickbase-Bundesliga. Ich werde euch einen kleinen Einblick geben, wie könnt ihr überhaupt eine Liga joinen, was ist Kickbase überhaupt, Grobfassung. Ich habe da ein ausführlicheres Video zugemacht. Einfach eingeben, was ist Kickbase, dann werdet ihr es schon finden. Wie könnt ihr dem Ganzen beitreten? Ihr geht hier unten auf Add League or Challenge. Wenn es euer, ich habe mein Handy auf Englisch, weil ich Englisch studiere für die Neuen. Müsste stehen, wie ihr in eine Liga beitretet. Dann geht ihr hier auf entweder eine Liga starten oder in eine Liga joinen. Wir starten das Ganze jetzt einfach mal beispielsweise und nennen es 2. Bundesliga. Hier oben könnt ihr noch ein Bild einstellen und so weiter. Das werden die meisten von euch wissen. Wie gesagt, ich möchte das Video jetzt nicht anfängerfreundlich machen. Es werden natürlich genügend Tipps für Anfänger dabei sein, aber hauptsächlich das hier für die Leute, die einfach Bock haben, 2. Kickbase Bundesliga zu spielen. Jetzt könnt ihr wählen. Das gab es früher nicht. Ihr könnt jetzt zwischen der Bundesliga und der 2. Bundesliga wählen. Wir wählen jetzt natürlich die 2. Bundesliga und schauen uns das Ganze an. Die erste Änderung, die schon mal neu ist, das habe ich auch noch eben erst gesehen. Es gibt neue Gelder, das heißt, es werden wahrscheinlich auch die Marktwerte der Spieler anders sein. Ihr habt jetzt einmal den Quickstart, wo ihr quasi 15 Spieler direkt zugelost bekommt und nochmal 25 Millionen Budget habt. Im Bundesliga-Modus sind das zwar auch 15 Spieler, aber ihr habt ein 50 Millionen Budget. Also ihr kriegt ein Team von, ich glaube, 100 Millionen. Genau, ihr kriegt ein Team von 100 Millionen und dann nochmal 50 Millionen Handgeld oder from scratch. Die Millionen-Variante heißt, glaube ich, im Deutschen. Quasi ein Kickbase. Da kriegt ihr nur Geld, aber keine Spieler. Wir wählen jetzt mal die Quickstart-Variante. Ist immer meine präferierte Variante. Ich finde, die macht immer am meisten Spaß. Ihr geht auf Get Your Team oder bekommt euer Team und dann kriegt ihr hier einen Countdown, wo euer Team für die 2. Liga angezeigt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin gerade mies gehypt. Ich finde das gerade so geil. Viele Bilder sind natürlich noch nicht drin. Kann ich auch direkt sagen. Denn das wird dauern. Lasst euch da bitte auch Zeit oder lasst Kickbase da Zeit. Es wird eine gewisse Zeit dauern, bis eben die Bilder für alle Spieler drin sind. Das dauert einfach. Macht euch da bitte keinen Stress. Hier seht ihr mein Team zugelost. Wir skippen das Ganze jetzt mal. Wenn ihr euer Team bekommen werdet, ihr es ja auch sehen, dann bekommt ihr hier nochmal euer Geld. Quasi das zusätzliche Geld, das ihr mit dem ihr Spieler kaufen könnt. Dann sieht das Ganze so aus. 2. Bundesliga ist da, Freunde. Ich muss ehrlich sagen, am Anfang war ich gar nicht gehypt. Ich hatte echt auch... weiß nicht, so ein Gefühl, brauche ich das, habe ich da Bock drauf, aber jetzt, wo es hier da ist, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das schon ziemlich cool. Wie gesagt, für die Leute, die neu dabei sind, die Kickbase noch nicht kennen, ich empfehle euch erstmal mein Was ist Kickbase Video, aber ich werde auch gleich nochmal hier alles durchgehen. Hier habt ihr euer Team und ich bin gerade ein bisschen gehypt, muss ich ehrlich sagen. Ginchek, Rigota. Rigota wäre wahrscheinlich ein echt geiler Kandidat. Das ist ein sehr, sehr guter Spieler, würde ich behaupten. Dazu muss ich auch sagen, ich bin nicht der größte Zweitliga-Experte. Ich habe mega Ahnung von Kickbase, aber weniger Ahnung von der 2. Liga. Von daher, da muss ich mich noch ordentlich reinlesen. Auf jeden Fall bekommt ihr euer Team hier und könnt jetzt die Spieler hier ins Team reinpacken. Dazu einfach hier auf die freien Flächen klicken und dann eben, wie gesagt, die Spieler hier reinpacken. Ich mache es jetzt mal ohne System einfach mal reingehauen. Die Spieler, die ich hier zugelost bekommen habe. Und sieht gar nicht mal so verkehrt aus. So wird dann euer Team aussehen. Mit dem würdet ihr dann hier im Live-Tab die einzelnen Spieltage machen können. Die 2. Liga beginnt bereits in 26 Tagen. Das ist gar nicht mehr so lange Zeit. Also wenn ihr Interesse daran habt, dann würde ich jetzt euch empfehlen, hier diese 2. Liga zu gründen. Prinzipiell ist es nichts anderes als Kickbase für die Bundesliga. Ihr habt hier euren Base-Tab. Da werden die Spieler angezeigt, die neu in die App reinkommen, beziehungsweise die neu auf den Transfermarkt kommen. Die werden ebenfalls hier von Kickbase Tutorials angezeigt und so weiter. Hier nochmal der Eröffnungstext.
Die zweite Liga ist da. Jetzt Liga gründen und zocken. Kickbase ist endlich zweiklassig. Es ist irgendwie, ich finde es mega cool. Ab sofort habt ihr die Möglichkeit, den Kickbase-Wahnsinn auch in der zweiten Liga zu erleben. Ihr wollt es so, ihr bekommt es. Wir sind unglaublich stolz, die geilste zweite Liga auf diesem Globus in unserem Repertoire begrüßen zu dürfen und können die Saison 2022-23 kaum erwarten. Gründe jetzt deine Liga und wähle zwischen der ersten und zweiten Bundesliga aus. Oh, Freunde, da kommt direkt der neue Saisonhype rein. Ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt gute Sommerpause, war auch happy, dass ich ein bisschen Kickbase-freie Zeit hatte, aber jetzt, so langsam, bin ich wieder ready. okay, für die alten Hasen, was soll ich euch großartig erklären? Es ist prinzipiell einfach Kickbase für die zweite Bundesliga. Ihr kennt die Trading-Verhalten, alles, was ich über die erste Liga berichten werde, könnt ihr genauso gut auch über die zweite Liga berichten oder nutzen. Von daher, für die alten Hasen ist, glaube ich, alles gesagt. Für die neuen Leute, wir gehen das Ganze einmal gemeinsam durch, damit ihr die App auch versteht. Ihr habt, wie gesagt, hier den Base-Tab, hier wird alles angezeigt. Im Transfers-Tab, das wird der Tab sein, wo die meiste Zeit verbracht wird, könnt ihr Spieler kaufen. Ihr könnt auch diese Spieler traden, ihr könnt Spieler verkaufen, indem ihr unten auf Buy oder in eurem Fall Kaufen drückt und dann auf das Plus drückt. Dann könnt ihr hier zum Beispiel einen Spieler auf die Transferliste packen. Entweder bringt Kickbase euch immer ein Angebot nach circa einer Stunde oder ein Mitmanager kann drauf bieten. Genau. Ansonsten könnt ihr, wie gesagt, hier Spieler kaufen. Es gibt immer Preise. In dem Fall wäre der Marktwert 4,75 Millionen. Ihr müsst die nicht bieten. Man kann auch underpayen, aber wir sagen jetzt einfach mal der Einfachheit halber, dass ihr diesen Marktwert immer mindestens zahlen müsst, um Spieler zu bekommen. Ihr könnt natürlich, wenn ihr euch jetzt denkt, ihr spielt in einer 6-7-Mann-Liga, ihr wollt den Spieler unbedingt haben, ihr wollt Shifty unbedingt haben, dann könnt ihr auch gerne overpayen. Und hier zum Beispiel, overpay nennt man, wenn man mehr als den Marktwert bezahlt, um eben andere Manager im Bietverhalten auszustechen. Also wenn ich den jetzt unbedingt haben würde, oder wenn ich sagen würde, Patrick Pfeiffer, das ist einfach der Lewandowski, auch wenn er in der Abwehr spielt, der zweiten Liga, den möchte ich unbedingt haben. Dann geht ihr hier drauf und keine Ahnung, bezahlt 18, irgendwas Millionen für Pfeiffer. Wenn das Angebot ausgelaufen ist, seht ihr dann, ob den Spieler bekommen hat. Das bekommt ihr als Push-Nachricht, wenn ihr das Ganze eingestellt habt. Genau, Trading und so weiter wird es noch explizit Videos dazu geben, also da bitte drauf warten. Ansonsten, wie gesagt, hier im Transfer-Tab könnt ihr auf die Spieler bieten, ihr könnt traden, ihr könnt Spieler verkaufen. Im Team-Tab stellt ihr dann eure Mannschaft für das Wochenende auf. Wenn ich jetzt zum Beispiel Krut kaufen würde, könnte ich ihn hier für Burchard reinstellen und dann würde ich ihn fürs Wochenende aufstellen. Im Live-Tab, wenn ihr nochmal eins nach rechts wischt, seht ihr dann eure Spieler, wie sie am Wochenende performen. Früher gab es hier einen Demo-Modus, den gibt es, glaube ich, nicht mehr. Hier kommen einfach Spieler dabei. Wenn ihr euch darüber ein Bild machen wollt, dann könnt ihr euch das auch sehr gerne angucken. Habe ich auch ein Video zu gemacht. Das Punktesystem in Kickbase müsste das heißen. Oder ihr drückt auf einen Spieler drauf, geht oben auf das I und könnt dann hier bei Points gucken, was die einzelnen Aktionen für Punkte bieten. Genau. Dann haben wir noch den League-Tab. Hier würden dann normalerweise andere Manager stehen. Wir können zum Beispiel mal in meine Main-Liga wechseln. Grüße gehen raus an die Manager. Wenn ihr hier drauf drückt, seht ihr dann genau, wer alles in eurer Liga teilnimmt, wer alles dabei ist und wer eben hier, wie gesagt, mitspielt. Genau. Cool. Das war es dann auch eigentlich schon dazu. Wir gehen noch einmal zurück. Habe ich noch irgendwas vergessen? Wir gehen nochmal hier unten in den zweiten Bundesliga-Tab. Habe ich jetzt schon ein Angebot bekommen? Ah, nee, Manager-License. Das sind übrigens Erfolge. Die bekommt ihr ab und zu. Dafür gibt es dann Geld. In dem Fall jetzt keins. Wenn ihr euch die genauer angucken wollt, dann müsst ihr hier auf die Liga gehen. Auf euren Spielernamen drauf und dann noch Show Achievements und dann seht ihr hier zum Beispiel, was für Dinge ihr gewinnen könnt, was es euch an Geld bringt und ob das Ganze lukrativ ist. Erfolge sind übrigens sehr lukrativ, immer gerne mitnehmen. Ja, Ligen-Tab könnt ihr, wie gesagt, eure eigenen Manager sehen. Bei den Battles seht ihr dann, wie ihr gegenseitig abschneidet. Im zweiten Bundesliga-Tab seht ihr die Spiele, die anstehen. Könnt ihr mal gucken, eure nächsten Matchups scouten, wie ihr aufstellen wollt und so weiter. Und hier dann natürlich nochmal die Tabelle. Und das war es auch eigentlich schon. Letzten Endes ist Kickbase ein unfassbar geiles Spiel, wie gesagt, für die neuen Manager. Glaubt mir, das wird euer Fußballleben verändern. Manchmal auch im negativen Sinne, wenn man zu emotional spielt, aber das gehört auch dazu. Es wird auf jeden Fall eine sehr, sehr geile Saison. Ich denke, das dürfte als Intro-Video ganz gut passen. Ich hoffe, das Ganze hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, in den nächsten Wochen wird es da nochmal vermehrt Videos dazu geben. Also gerne den Kanal abonnieren, lasst ein Like da, würde mich sehr freuen. Das war's dann von mir. Wir sehen uns dann in den nächsten Videos. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.